Dieses Fleisch reicht also wunderbar für 4 Personen. Gerade für die Vorspeise, ich habe schon vorhin gesagt, nicht zu viel. Das Fleisch einfach hier reintun und jetzt mit anbraten. So. Okay, so, Brot würde ich sagen, das ist fertig. Das kann man schon mal auf den Teller tun hier vorne. So, und das Steak, das tun wir jetzt nur anbraten, weil man kann so ein Steak natürlich wunderbar im Backofen fertig garen. Die meisten Leute machen es in der Pfanne, ist nicht gut, weil da wird es unten so braun und auf der anderen Seite auch braun. In der Mitte ist es nicht schön gleichmäßig rosa, muss rosa sein. Und ich muss auch erst würzen, nachdem ich das angebraten habe. Ja? So, seht ihr das hier? So, machen drauf ein bisschen Chili. Dann natürlich Pfeffer. So, und nicht zu vergessen Salz. Und jetzt natürlich, wie gesagt, habe ich schon kurz erwähnt, so ein Fleisch natürlich gart man dann im Backofen. Ja? Und deshalb nehme ich jetzt einfach hier mein Gitter raus und das Backblech. Dann tun wir das Fleisch da drauf. So, kann ruhig hier noch ein bisschen Öl reinmachen, denn wir übergießen gleich mit diesem aromatischen Öl. Übergieße mir jetzt gleich hier nochmal das Steak. Seht ihr hier? Herrlich. Die Pfanne lassen wir da stehen. Und jetzt schieben wir nochmal hier einfach das Steak bei 120 Grad in den Backofen und lassen das wunderschön gar ziehen. Ich hole es jetzt mal raus. Jawohl. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, worauf man achtet, dass das Fleisch nachher auch schön gar ist. Also ihr seht jetzt hier, das ist noch so ein bisschen, aber das zieht noch nach. Das ist, muss schön, darf nicht zu weit gebraten sein. Ich drücke hier drauf und ich fühle so ein bisschen. Ja, man kann auch messen mit dem Thermometer. Da ist ein Hinweis für euch, so ungefähr 55 Grad. Ist eine gute Temperatur für ein Steak. Ich habe das natürlich schon ein paar Mal gemacht, deswegen lasse ich da vorne einfach so stehen und jetzt